Der BB Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann. Täglich von 0 bis 2 Uhr. Promis mal anders. Mit Geschichten, die ihr so noch nicht gehört habt. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es ist Sascha. Herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo. Freut mich sehr, hier zu sein. Und es ist völlig klar, dass das, was dieser Mann erlebt hat in den letzten 20 Jahren seiner Karriere, nicht in eine Viertelstunde reinpasst. Deshalb entschuldige ich mich schon mal im Vorfeld, dass wir das einfach nicht schaffen, den kompletten Abriss Sascha hier in diese Show zu packen. Naja, also ich glaube, mein Leben, also es denken viele, es wäre sehr interessant, aber das kann man auch in einer Viertelstunde erzählen. 4 Echos, ein Bambi, eine goldene Kamera, deutscher Fernsehpreis, 9 Alben mittlerweile. Und das seit 20 Jahren, weil das letzte Interview, das wir geführt haben, ist 20 Jahre her. Das ist krass. Und was ich nicht verstehe ist, warum hast du dich nicht verändert? Ah! Also ob oh, das ist aber, das ist, ich glaube, da ist der Wunschvater des Gedanken. Also ich habe mich natürlich auch optisch sehr verändert, aber du nicht. Dankeschön. Haben wir uns jetzt, das muss aber auch mal jetzt sein. Haben wir uns ordentlich gegeben. Jetzt sagen die Hörer von dem Radio, was ist mit den beiden los? Mit den beiden. Gut. Nachts um 12 hier so, ah nein, du siehst viel besser aus. Nein, du hast dich gar nicht verändert. Nein, du. Diese Sendung lebt davon, dass die zwei Menschen zu unterhalten, die sich auch mögen. Das ist so. Erinnerst du dich eigentlich an unseren ersten Auftritt bei BB Radio 1998? Ich könnte es so ausdrücken, wie es Ozzy Osbourne mal ausgedrückt hat mit den 80ern. Oh, I forgot about the 80s. I forgot a fucking decade. Ein Jahrzehnt die 90er, ausgelöscht. Ich weiß nichts mehr über die 90er. Ausgelöscht. Nein, ganz im Gegenteil. Das waren mit meine schönsten Erinnerungen. Also in den dubiosen 90ern ist es ja bei mir passiert. Also von, ich habe die absolute Liebe und auch den Wunsch entdeckt, Musiker zu werden, bis hin zum Durchbruch mit If You Believe, war das ja mein dollstes Jahrzehnt eigentlich. Das war schon mal eine spannende Geschichte. Eine Schulband, eine zweite Schulband und diese Schulband wiederum hat dir die Möglichkeit eröffnet, als Background-Sänger zu singen und dann warst du bei Young Dine dabei. Ja, es war noch ein bisschen komplizierter. Also meine erste Band hieß Bad to the Bone und die ungefähr so schlecht waren wir auch. Und aber es hat total Spaß gemacht. Nein, ich tue den Jungs Unrecht. Also ich war so schlecht damals noch. Ich habe mich nicht getraut, so richtig zu singen. Und bei der zweiten Band, wo ich dann war, die hieß Junk Food, da haben wir so Grunge gemacht, 90er Jahre Rockmusik. Und da hatte ich lange Haare bis zum Arsch. Und darf man Arsch sagen? Klar. Nach Mitternacht darf man Arsch sagen. Also bis zum Popo hatte ich die Haare lang und habe auch genauso auf der Bühne dann also den Headbanger gemacht und so. Und dabei haben wir so Musik gemacht, die am ehesten erinnern könnte an Pearl Jam und Chili Peppers und so. Und da haben wir tatsächlich auch das erste Mal versucht, deutsche Lieder zu schreiben. Aber das hat nicht so gut geklappt. Aber es war eine schöne Zeit. Und danach, als die Band sich aufgelöst hat, war für mich so ein Moment, da dachte ich so, oh Backe, jetzt, ich habe keine neue Band gefunden, ich konnte keine gründen, ich wusste nicht, wohin mit mir und so und habe dann mich tatsächlich nochmal eingeschrieben an der Uni und dachte, ja gut, da muss ich jetzt irgendwie auf meine Leute hören und irgendwas Vernünftiges noch an den Start bringen und wäre fast Lehrer geworden, aber ich war nie... Oh, ich bin so froh. Ja, alle Eltern können froh sein. Nein, ja, nicht deshalb, was wäre uns entgangen, wenn du Lehrer geworden wärst? Ach, das ist sehr lieb von dir, aber ich glaube, ich wäre ein okayer Lehrer. Ich hätte ja auch Sport, ich wäre ja Sportlehrer geworden. Also da hätte ich, glaube ich, nicht viel falsch machen können. Ich habe nur wirklich gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Und ich bewundere alle, die diesen Job mit der gewissen Ernsthaftigkeit machen und unseren Kindern was beibringen wollen. Ich wäre nicht der Richtige gewesen dafür. Aber dann hat dich jemand entdeckt und gesagt, du kannst ja mal im Background singen, weil du hattest genau. Also immer schon diese schöne Popstimme, ne? Die war immer schon. Ja, da. Ich konnte meine Stimme, glaube ich, war sehr wandelbar. Deshalb war die gut für Background. Also ich habe dann irgendwie, ich hatte so die tiefen Stimmen, habe ich dann mal gesungen und dann konnte ich auch so ein bisschen so hoch, dass es sich vielleicht sogar wie ein Mädelschor anhören konnte und so. Und dann habe ich eigentlich auch für meine ersten Platten habe ich eigentlich fast alle meine Background-Chöre selber gemacht, was natürlich eine gute Schule war, weil ich vorher mit Background gar nichts am Hut hatte. Also da habe ich extrem viel gelernt, was Harmonien angeht, wie man so Gesänge setzen kann und so. Das hat für die spätere Karriere hat das gut getan. Wer damals in den 90ern in den Clubs war, der hat auf jeden Fall Wanna Be Your Lover gehört von Young Dine, da war Background. Und dann gab es ja die Projekte Him, glaube ich, und Surprise, ne? Ja, das war davor, dazwischen. Also es war wirklich, also es war alles harte Schule, ne? Also von der Straße Musik machen, also das habe ich auch gemacht, Fußgängerzone und dann in Bars und Kneipen. Und da waren wir auch teilweise international unterwegs. Ich kann mich erinnern, dass ich
vor 300.000 Leuten in Gran Canaria aufgetreten bin als Surprise, also als Quereinsteiger in ein Projekt, das es schon längst gab und so. Also es war eine ganz krasse Zeit. Und If You Believe ging dann durch die Decke, das war dein erster großer Hit? Ja, das war der erste richtig große Hit. Der erste war I'm Still Waiting, das war so eine Art. So ein bisschen Reggae nochmal, ne? Ja. Also ein schöner, also schöner jeder, der, sanfter Pop, ne? Der, genau, jeder, der in echt Reggae macht, der sagt nicht, dass das Reggae ist. Doch, das war schön, das lief bei uns hier bei BB-Radio. Ich fand das damals toll. Ja, es hat auch Spaß gemacht, diese Musik zu machen. Als zweites kam dann If You Believe und da ging es dann voll ab. Also das war dann so überwältigend, weil es dann auch nach kurzer Zeit auch hier in Deutschland dann international abging und das konnte ich gar nicht glauben, weil ich fand den Song am Anfang, ich wollte den gar nicht singen erst, ne? Und musste mich erst so ein bisschen dran gewöhnen und dann gab es irgendwann das Video dazu, das wurde in Kanada gedreht und also ich war plötzlich überall und das war genau das, was ich mir immer gewünscht habe und dann war ich plötzlich in Italien, dann war ich in Portugal und war in irgendwelchen Fernsehshows in Finnland und so, also es war wirklich eine aufregende Zeit. Ja, 2001, das weiß kaum jemand, du hast ja damals schon Deutsch gesungen. Mit Edo Zanki und mit Xavier Naidoo habt ihr damals schon deutsche Projekte gemacht. Also das ist keine Erfindung des Jahres 2018 mit dem Album Schlüsselkind. Das gab es schon vorher. Ja, so ein paar Gehversuche hatte ich immer so alle 4, 5, 6 Jahre hatte ich immer wieder das Bedürfnis, vielleicht jetzt doch mal auf Deutsch was probieren. Also die Idee ist nicht neu, aber dass sie sich bei mir wirklich im Kopf und vor allen Dingen auch im Herzen ausgebreitet hat, war so ein bisschen erst so seit den letzten 3, 4, 5 Jahren. Also ein bisschen mitverantwortlich dafür ist die erste Sing Meinen Song Staffel. 2014 war das. Genau. Und da hat sich dieser, also der Gedanke nochmal in mir verpflanzt. Zu der Zeit hatte ich aber schon mein englischsprachiges Album angefangen und Dick Brave, fand das auch, nee, das war noch, das war danach. Ach, das andere Album noch. The One. Mhm. Und das wollte ich erstmal, natürlich muss man solche Sachen erstmal zu Ende machen. Und ich fand es auch gut. Ich wollte auch nochmal diese Art von Musik nochmal einmal mit voller Inbrunst. Und dann habe ich gesagt, wenn ich dann immer noch das Gefühl habe, dass ein deutsches Album das Richtige ist, dann setze ich mich mal dran und guck mal, was passiert. Du erfindest dich immer neu. Du hast damals schon Deutsch gesungen, dann gab es was Englisches, dann gab es Dick Brave, die Kunstfigur, die eine eigene Biografie hatte. Das fand ich ja sehr spannend. Das war ja ein Kanadier, der kaum Deutsch sprach und die Leute haben es am Anfang auch geglaubt, dass das nicht Sascha ist, sondern Dick Brave. Eine eigene Persönlichkeit. Ja, das hat sich allerdings so ergeben, dass daraus eine echte Figur wurde, weil es angefangen hat mit einem Weihnachtskonzert für Freunde und Fans als Dankeschön am Abschluss des Jahres für so 150-200 ausgesuchte Menschen. Und da habe ich irgendwie in diesem Jahr, da hatte ich 3 Sascha-Alben gemacht und bin um die ganze Welt gereist und hatte dann irgendwie zu dem Weihnachtskonzert irgendwie keine große Lust, diese Songs nochmal zu singen an dem Abend. Hab gesagt, lass uns irgendwas anderes machen, was jetzt irgendwie völlig aus der Reihe fällt. Ah ja, lass uns dieses Rock'n'Roll-Projekt machen, nur für den einen Abend. Mhm. Und aus dem einen Abend, ja, und der ist dann der Rest entstanden. Das ist hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und was daraus so alles entstanden ist, du hast bei Pink auf der Hochzeit gespielt mit der Band, ne? Ja, ja. Ich habe echt, also das, ich glaube es manchmal selber nicht, weil diese Momente gehen ja auch unfassbar schnell wieder vorbei. Also das ist ja dann, wir haben als Dick Brave auf dem Festival vor Pink gespielt. Und wir haben ja auch den Song Let's Get the Party Started von Pink gespielt und dann kam ihre Bassistin auf die Bühne, hat das gehört, hat Pink geholt auf die Bühne und die stand die ganze Zeit so Arme verschränkt so an der Seite und hat so mit dem Kopf genickt und ich dachte schon, oh Gott, jetzt spielen wir ihren Song und jetzt gibt's hier eine riesen Klage oder irgendwie sowas. Ich hatte eher Angst, dass sie das nicht so gut findet und nach dem Konzert hat sie dann gesagt, so bleibt doch noch bis nach meinem Konzert, weil ich muss nochmal mit euch sprechen. Und da hat sie dann gesagt, so ich finde euch super und mein Verlobter ist einer der größten Rockabilly-Fans auf der Welt und ihr seid die geilsten, die ich je gesehen habe, also habt ihr Bock auf meine Hochzeit zu spielen. Wahnsinn. Ja, total. Du warst bei Tina Turner zu Hause und hast geguckt, wie viel Preis sie da rumzustehen hat. Die hat noch ein paar mehr als du, ne? Also das darf ich eigentlich nicht erzählen. Dann wollen wir es hören. Ja, also ich kann nur eins dazu sagen, also da stehen halt Preise im Schrank, da kann man wirklich nur als Musiker nur von träumen. Also da ist wirklich alles in mehrfacher Ausführung dabei, was man kennt. So, und das ist dann für mich, als jemand, der wahrscheinlich nie in seinem Leben Grammy gewinnen wird, aber immer noch davon träumt, ist das einfach wie der heilige Schrein. Vielleicht kommt das noch. Also ja, ich würde nie sagen nie, aber ich würde es nie mehr versuchen zu forcieren, weil das klappt irgendwie nicht. Das ist irgendwie, das habe ich schon mal, ich habe ja auch versucht, mal in Amerika Fuß zu fassen und das Problem ist, dass man dafür einfach viel Zeit und sehr, sehr lange da sein muss und ich hatte aber hier meine Base und meine Basis in Deutschland und ich habe mich irgendwie nicht so wohl gefühlt, da den Riesenspagat zu machen. Außerdem gibt es ja da auch genug, die gut sind. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass man so in der zweiten Reihe nur stattfindet, aber es war kurz davor
Man weiß nur, ob es nicht geht, wenn man es probiert. Ich muss mich nochmal an dieser Stelle entschuldigen, dass wir nicht die ganze Geschichte von Sascha hier diese Viertelstunde gepresst kriegen. Also du musst definitiv irgendwo nochmal vorbeikommen, weil du hast so viele interessante Geschichten zu erzählen. Aber wir haben noch ein paar Minuten. So ja, ist, aber das mache ich sehr gerne. So, Sing mein Song, das Tauschkonzert, das war so ein Format, das kam genau zur richtigen Zeit, weil das war in dem Augenblick, wo Sascha und auch Dick Brave aus meiner Sicht so ein bisschen aus dem Fokus der Leute verschwunden war. Und er sagt, wo ist er denn eigentlich, Mensch? Wir haben so eine großen Talente bei uns. Sascha zählt dazu. Wo ist er? Und dann warst du auch immer wieder da und alle haben gesagt, Mensch, da ist Sascha. Den haben wir ja auch noch. Ja, war das so? Ich habe das gar nicht so empfunden. Ich glaube, man ist ja selber immer irgendwie beschäftigt mit Musik. Du hast gearbeitet zwischendurch. Das Album Open Water kam, dann kam das Greatest Hits Album. Du hast die Filmmusik gemacht mit Bully zum Beispiel. Ne? Das war ja für dich war immer Arbeit. Aber zwischendurch, also ich sag mal, die Radioleute haben gesagt, Mensch, er könnte jetzt ruhig mal wieder einen Hit rausbringen, den wir jetzt auch mal im Radio spielen. Und dann kam 2014 dieses Format und danach das Album The One. Hast du übrigens für deine Frau geschrieben, ne? Ja, also nicht jeden Song, aber das Album, der Titel ist die eine, wie man sich vorstellen kann. Ja, das letzte, was ich vor The One gemacht habe, war Dick Brave. Und eigentlich wollte ich nach dem zweiten Dick Brave Album noch ein Dick Brave Album rausbringen, allerdings mit eigenen Songs. Also Dick Brave hat ja mehr oder weniger nur in Anführungsstrichen gecovert. Es gab ein paar eigene Kompositionen, aber sonst eigentlich nur Coversongs. Und ich dachte, ich möchte den Spieß mal gerne umdrehen und habe mich dran gesetzt, mit Leuten zu schreiben, um Dick Brave Songs irgendwie modern hinzukriegen und aber trotzdem Dick Brave. Und während dieses Prozesses habe ich gemerkt, dass ich eigentlich viel lieber ein Sascha-Album machen möchte. Und deshalb waren dann so anderthalb Jahre Dick Brave Songs schreiben und dann nochmal anderthalb Jahre Sascha Songs schreiben, waren dann natürlich dann irgendwann drei Jahre. Und dann kam Sing meinen Song dazwischen und da hatte ich irgendwie große Lust drauf, das zu machen. Und dann warst du regelmäßig wieder präsent, dann warst du auf einmal Coach bei The Voice Kids und dann warst du wieder da. Dann warst du wieder unser Sascha. Ich mache jetzt nicht den Fehler wie Boris Becker. Und dann kam 2018 das Album Schlüsselkind. Großartiges Album. Danke. Deutsch ist dir auf den Leib geschrieben. Das habe ich natürlich gewusst. Ich wollte den Trumpf erst ganz spät spielen. Nein, es freut mich sehr und ich hoffe wirklich, dass es gefällt, weil mir liegt natürlich sehr viel daran und der Schritt ist kein kleiner, weil ich natürlich sehr lange mit dieser Idee schwanger gegangen bin und es liegt mir einfach sehr viel daran und ich habe versucht, nicht zu verkopft zu sein dabei, aber auch nicht zu doof. Und ich hoffe, ich habe diesen Mittelweg irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, ja, also mir gefällt es auch. Und mir macht es unfassbar viel Spaß, auf Deutsch zu singen. Also ich hatte ja vorher ein bisschen, ich habe ja meine Versuche gehabt und so. Und wie du schon angesprochen hast, auch mit Edo und Xavier. Und das hat immer großen Spaß gemacht. Aber so richtig getraut habe ich mich irgendwie an das große Ganze nicht. Und wenn man das jetzt dann mal so gemacht hat, also über diese Hürde gesprungen ist und dann plötzlich läuft... Und dann läuft das und dann fängt es plötzlich an, Spaß zu machen. Das ist dieser Runner's High, den man dann bekommt und so. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn irgendwann sich eigentlich erst während der Arbeit an dem Album der Schalter umdreht. Das haben auch deine Kollegen auch gesagt bei Sing Mein Song, das Tauschkonzert. Die haben gesagt, du musst Deutsch singen. Das hast du von vielen, vielen Musikern gehört. Die haben gesagt, mach das. Ja, aber als sie das gesagt haben, ging mir das total auf den Zeiger. Weil das war natürlich, ich war gerade mitten im Prozess, ein englisches Album zu machen und das kam überhaupt nicht recht, dass mir das sogar gefallen hat, ja, und dann werde ich ja bockig, ne? Dann werde ich bockig und denk so, nee, jetzt erst recht nicht. Also wenn es mir alle sagen, nee, da habe ich, das mache ich nicht und so, war vielleicht auch ein bisschen doof und ein bisschen falscher Stolz, aber ich brauchte einfach ich brauche dann immer meine Zeit, also ich muss zumindestens das Gefühl haben, es kommt jetzt von mir. Obwohl ich im Nachhinein weiß, es ist nicht nur meine Idee, es war auch die Idee meiner Frau, es war auch die Idee von Xavier, es war auch die Idee von Gregor. Und natürlich war das ein Prozess und es hat sich entwickelt, aber am Ende zumindestens so, wie man so schön sagt, for the record, muss ich wenigstens sagen können, so nee, das war meine Idee und ich habe entschieden, wann es soweit ist. Ja, es ist da. Das Kind ist geboren, das Schlüsselkind ist geboren, es ist auf der Welt. Sehr schön. Es ist da, um die Welt zu erobern. Deshalb empfehle ich allen Leuten, da mal reinzuhören. Ein tolles Album geworden. Danke sehr. Und ich bin auch sehr stolz drauf. Und wenn du das nächste Mal kommst, erzählst du uns bitte die Geschichte, wie du beim Papst warst zum Beispiel. Und viele andere interessante Dinge. Stimmt, da war ja noch was. Sascha war bei uns alles heute klar. Im BB-Radio Mitternachtstalk. Schön, dass du da warst. Schade, dass du schon wieder weg musst. Vielen Dank, geht mir genauso. Der BB-Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann.